Fachkräftemangel, woher kommt der denn eigentlich und was haben Influencer damit zu tun? Das erfährst du in diesem Video. Fachkräftemangel, ja, wo sind sie denn alle hin, die jungen, dynamischen Fachkräfte auf dem Berufsmarkt? Ja, es ist nicht nur das eine, dass natürlich über die Bevölkerung und mangels Geburtengänge wir einfach viel weniger Nachwuchs haben, rein organisch, ja, mal aus einer Bevölkerungsperspektive betrachtet, sondern es ist auch so, dass dieser gesellschaftliche Wandel da extrem reinspielt und an einem Beispiel von einem Influencer-Dasein natürlich auch sichtbar ist, warum wollen die Leute eigentlich gar nicht mehr arbeiten? Also was musst du als Arbeitgeber eigentlich machen? Was für Handstände musst du machen, um Mitarbeiter zu motivieren, um überhaupt Leute zu gewinnen, sich anstellen zu lassen? Ich möchte es einfach mal an einem Beispiel teilen. Neulich auf einem Business-Trip war ich in Köln unterwegs und dann habe ich mir so ein Office angemietet, die ja inzwischen in der Stadt überall verfügbar sind, wo du dir einfach nur ein Workspace, einen Schreibtisch und Internet am Ende, einen aufgeräumten Clean Desk mieten kannst und da gesehen, okay, krass, warum ist es eigentlich spannend, als Influencer tätig zu sein? Weil ich mich mal hinterfragt habe oder mich mal gefragt habe, okay, ich habe auch einige abonniert, Kanäle, wo ich denke, was machen die den ganzen Tag Reels? Ja, die sind extrem am Produzieren von digitalem Content und Reels und Stories und Gramm und so, weil sie ja sonst nichts zu tun haben, aber auch damit Geld verdienen. Und das ist natürlich für jemanden, der sagt, ich habe keinen Bock, angestellt zu sein, ich habe keinen Bock, 9-to-5 zu machen, extrem lukrativ und spannend, weil wie rechnet sich denn so ein Geschäftsmodell? Als Influencer brauchst du, wenn du es klein und kompakt hältst, keine Angestellten. Du brauchst dich und ein Produkt, das du vermarktest, über das du Vermarktung betreibst. Und natürlich ein gewisses Interesse an Social Media, Technik, an der Kamera, an dem Mikrofon, einfach Content zu kreieren. Kreativ mit dem Thema, mit dem die Leute unterwegs sind, ob das Basteln, Hobbyflugzeuge, Modellbau oder Kosmetik zum Beispiel ist für Frauen oder Fitness, ist völlig dahingestellt. Ein Thema, was die Leute sowieso interessiert in ihrem privaten Bereich. Und dann hast du an Kosten ein bisschen technisches Equipment, dich selbst, du beschäftigst dich eh den ganzen Tag damit und von der Gehaltsstaffelung her im Nettoergebnis deutlich mehr, als wenn du 9-to-5 irgendwo arbeiten würdest. Ja, das heißt, die Leute müssen noch nicht mal studieren dafür. Die müssen gar keinen riesen Aufwand betreiben, außer ständig sich mit dem Thema Content Creation auseinanderzusetzen. Ich habe mal gerade einen Kanal in Instagram rausgesucht, eine junge Dame, 21.000 Abonnenten. Ja, wenn wir das mal durchrechnen, von was leben solche Leute? 21.000 Abonnenten mit einer Conversion Rate. 10% ist jetzt positiv gerechnet, also 10% von denen, die diesem Kanal folgen, haben ein ernsthaftes Interesse an diesem Produkt. So, dann haben wir 2.100 Leute. Jetzt ist es natürlich so, im Online-Marketing und auch auf Instagram mit Swipe-Up-Funktionen und so weiter, nicht jeder, der sagt, hey, das ist cool, kauft auch. Ja, das heißt, du hast mehrere Stufen da drin. Das sind Abbrüche, die die Conversion reduzieren. Jetzt rechnen wir mal konservativ. Von den 2.100 wieder nur 10%, die in den Warenkorb kommen. Und das sind 210 Leute, Menschen, die über diesen Kanal einmal im Monat, gehen wir mal davon aus, es wird nur einmal im Monat etwas promoted, verkauft wird. Im Idealfall ist es ein eigenes kleines Produkt, ja, das man da anbietet. Und wenn wir jetzt mal im Consumer Good Bereich unterwegs sind, wo es um Lippenstifte, Reinigungsmittel, Make-up und solche Sachen geht und mit einem durchschnittlichen Warenkorb, also auch nicht die teuren Produkte, sondern ganz kleine durchschnittlich mal rechnen, 35 Euro in den Warenkorb, ja, einmal im Monat kreiert mit 210 Leuten sind 7.350 Euro pro Monat. Jetzt ist das Bruttoumsatz. Ja, was ziehst du an Kosten ab?
7.000 Euro brutto, ziehst nochmal die Mehrwertsteuer ab, Kamera ist locker in einem Jahr abgeschrieben, hast du keine Kosten. Das heißt, du als Solopreneur-Influencer hast mal eben knapp 6.000 Euro im Monat einfach so kreiert. Ganz klein gerechnet. Und wenn wir das jetzt mal entgegensetzen in der Gehaltsrechnung, 6.000 Euro ohne Weihnachtsgeld und Co., also wirklich nur mal auf 12 Monate gerechnet, dann bist du mit über 70.000 Euro netto immer noch besser dran, als wenn du 9-to-5 in eine Bude rennst, auf die du keinen Bock hast, auf Kollegen, mit denen du dich rumplagen musst, einen Chef, den du nicht magst, mit einem Produkt, das so, ja, ist halt okay, wo du mit 30.000, 40.000 Euro heimgehst. Und das ist natürlich ein Thema, ein Wandel, den Social Media mit sich bringt und diese ganze Digitalisierung und gesellschaftlicher Wandel, der hinten dran hängt, der uns als Unternehmer auch clevere und engagierte Fachkräfte vom Markt holt. Also wir haben nicht nur einfach das Bevölkerungsthema, dass weniger Nachwuchs da ist, sondern durch diesen einfachen Zugang, einfach Geld verdienen zu können, über solche digitalen Möglichkeiten. Wir reden jetzt auch noch nicht über Amazon FBA oder eBay-Verkäufe oder ne, Dropshipping und was es da alles auch noch an Geschäftsmodellen gibt, die man alleine zu Hause im stillen Kämmerlein digital betreiben kann. Ja. Es ist jetzt nur mal Influencer, die auf Instagram, Facebook und so unterwegs sind. Ja, dann kannst du doch als Normalsterblicher, wenn du jetzt keine Riesensprünge machen willst, gut davon leben, bist dein eigener Chef, stehst auf, wann du willst. Klar, du musst dich halt da immer durchprügeln und immer ne, schön in die Kamera gucken und so weiter, da den Content, den Rhythmus, den Algorithmus zu bedienen, das zu halten. Aber wenn du dir die Leute anguckst, die zum Beispiel mit Reisen unterwegs sind und so Traveler-Guides machen und Round-the-World-Traveling mit dem Camper durch die Gegend reisen und jeden Tag tolle Fotos posten, ja, ich meine, was für ein Aufwand ist das? Da musst du dich noch nicht mal selbst irgendwie dazu hintriezen, weil du auch gar nicht in die Kamera sprechen musst, sondern einfach nimmst das beste Foto vom Tag, wo du eh unterwegs warst und schon ist die Bergschild, sagt man so auf Schwäbisch, oder es ist geschwätzt, auf, sagt man auch, ich weiß gar nicht, was da so ein Spruch im Hochdeutschen ist, es ist halt, ja, kurz gesprochen, ja, also das ist ein No-Brainer, da muss keiner drüber nachdenken. Ich hoffe natürlich jetzt, dass keine Arbeitnehmer, potenziellen Arbeitnehmer solche Videos gucken, auf solche Ideen kommen. Es geht jetzt darum, wirklich als Unternehmer zu verstehen, warum steht die Welt Kopf und warum haben wir denn überhaupt dieses Thema Fachkräftemangel. Nice an der Geschichte ist natürlich, wenn du selbst dich mit diesen Themen beschäftigst, dein Unternehmen, egal ob aus einer Rolle Employer Branding, Nachwuchs zu kreieren, als Arbeitgeber attraktiv dich zu platzieren auf solchen Plattformen oder mit deinen Produkten, mit deinem Angebot da aktiv zu sein, dann hast du natürlich auch, kannst du ganz entspannt ein Social Media Team aufbauen. Da kannst du auch solche Leute natürlich für dich gewinnen als Angestellte, weil die halt Bock drauf haben, cool und smooth mit solchen Sachen unterwegs zu sein. Ja, das ist natürlich das andere, aber der allererste Schritt fängt wieder bei dir an als Unternehmer, sich damit auseinanderzusetzen, das Geschäftsmodell zu hinterfragen und für dich ein Use Case, eine Anwendungsmöglichkeit zu finden, die natürlich auch Sinn macht, auf dein unternehmerisches Ziel und deine Umsatzziele auch am Ende einzahlt. Wenn du in deinem Netzwerk jemanden kennst, der auch händeringend Leute sucht und jemanden findet und sich fragt, woher kommt denn jetzt dieser Fach?